Willkommen, meine Damen und Herren, zurück zu Need for Speed Most Wanted. Folge 4 steht heute an und ja, die Rennen gegen Tess sind noch offen. Ich glaube, 4 Stück müssen wir machen oder... Warte mal, wie viele Rennen willst du, Kollege? 4, genau. Aber wir machen natürlich wieder alle 6. Und ich würde sagen, wir starten mal mit einem schönen Checkpoint-Rennen, weil wir die Art noch gar nicht kennen. Und hier wird auch gleich mal erklärt, die Tollbuff. Tutorial, Checkpoint-Rennen, Gedönse. Das ist ein Checkpoint-Rennen, nichts anders. Ortstellenrennen, Checkpoint-Rennen, nenn's wie du willst. Gut, das kenne ich. Ich überspringe das einfach mal, okay? Fahr einfach so schnell wie möglich von einer Station zur anderen. Und du hast halt ein gewisses Zeitlimit. Und wir haben das erste Mal Nitro am Start heute. Bin ich ja mal gespannt, wie es wird. Latsch mal durch. Gut. Kein großartiges Nitro. Aber desto schneller wir fahren, desto schneller lädt es sich auch wieder auf. Außer wir bleiben stehen, dann lädt es sich wahrscheinlich gar nicht auf. Und der Golf an sich bekommt noch eine neue Lackierung, spätestens wenn wir gegen Tess fahren. Werde ich den vielleicht nochmal ein bisschen tunen und neu lackieren. Oder lassen wir den in der Farbe? Ich bin überlegen. Naja, fahren wir eigentlich als Blacklist-Fahrer rum, ne? Muss ich mir überlegen, das Auto werden wir eh nicht lange behalten oder nicht allzu lange haben. Bei ein paar Folgen möchte ich dann schon mal was Neues nochmal fahren. Also jetzt nicht alle 3 Folgen neues Auto, das wäre ein bisschen teuer, kann ich mir auch gar nicht leisten. Kann man sich generell im Spiel nicht leisten. Aber ja, jetzt ich noch 2 Blacklist-Gegner oder so und dann kommt wahrscheinlich schon ein neues Auto an den Start. Wenn dann auch was dabei ist, worauf ich Bock habe, ja. Weil ich meine, ich habe das Spiel so oft durchgespielt schon. Aber noch nicht jedes Auto gefahren, deswegen einfach mal gucken, worauf ich Lust und Laune hätte, ne? Weil der Kobalt an sich eigentlich, muss ich schon sagen, nicht zählen sollte. Eigentlich wollte ich den Golf von Anfang an, deswegen, ja, gucken wir mal. Weil spätestens der nächste Blacklist-Gegner hat einen Supra. Aber habe ich jetzt schon mal schon öfters gehabt, deswegen gucken wir mal. Auf jeden Fall kommen wir gut durch. 260 rennt der Karren. Locker. Locker sogar. Ich weiß nicht, wie viel PS so ein Golf GTI damals hatte, ja? Zellenmäßig. Aber so der 200, 220 hat er bestimmt schon gehabt, oder? Da vorne ist auch schon das Ziel, guck mal. Ohne große Probleme. Durch hier. Zack, man sieht von uns nichts, sehr gut. Blitzer. You did it. Sehr schön. Yo, Raj. Raj, nicht Rock. Ich glaube, im Englischen sagt er Rock. Egal. Na gut, wir brauchen neue Teile, ja. Irgendwann mal schon. Im Moment komme ich noch hinterher mit den Autos. So. Was fahren wir denn? Wir fahren jetzt mal langweilige Rundkursrennen. Weil langweilige Rundkursrennen sind langweilig. Deswegen fahren wir sie jetzt und nicht erst in 10 Parts. Wir haben 2 Rundkursrennen und ein Elimination-Rennen. Die sind halt einfach lame. Und go. Supra, TT, ein Audi und ein VW. Welches Auto, die gehört nicht zum VAG-Konzern? Ist das das pinke, auffällige, japanische Auto? Ich weiß es nicht. Oh, ich werde hier mal schön abgedrängt, auch nicht schlecht. Natürlich habe ich keinen Clip gefunden. Aber ich kann noch gut mithalten. So, jetzt setzen wir das erste Mal einen Speedbreaker rein. Hier ein bisschen... Ja... Vorsprung zu holen. Na, egal, selbst der Audi hat Probleme gehabt. Sehr schön. Und wieder letzter. Nur weil ich in so einen Truck süß bin. So. Da hat der einen hässlichen Spoiler drauf, der Audi. Dann klingt der komisch. Ich weiß, du hast einen Sechszylinder-Kollege, der klingt trotzdem komisch. Klingt mein Staubsauger ja noch sexier. Und wir nehmen die enge Kurve, auch wenn wir dadurch im Gegenverkehr fahren.
3 Runden fahren wir hier. Es müssen mindestens 500.000 Credits geben, oder? 500.000 Cash. Sonst bin ich enttäuscht. Ich glaube, mit 500.000 kannst du einiges machen. Da kannst du ein Auto tunen und dir nochmal eins kaufen und tunen. Ohne Probleme, glaube ich. Im Spiel. Obwohl, ne? Möchte ich gar nicht mal behaupten, aber mit 500.000 kannst du auf jeden Fall ein Auto nehmen, auch eins der späteren. Auf jeden Fall mal voll auftunen. Das klappt auf alle Fälle. Und durch da, come on. Volles Nitro durchgeladen. Wie sind wir künstlich hupen? Also bis ich sagen würde, okay, ich hupe jetzt mal, ist er schon längst weg. Also ich zumindest. Ich bin eh jemand, der echt sehr wenig hupt. Und auch ungerne hupe. Hupen ist so richtig assi eigentlich immer. Genauso wie Lichthupe. Aber hupen an Frau mag ich. Ja, ich sag das schon im Bayonetta Let's Play. Ich bin ein einfacher Mann und ich mag die einfachen Dinge. Oh, da bin ich jetzt gut durchgekommen. Schön. Und die Musik, ach, sie ist sehr cool. Ich kann die aber auch meistens nur hören, wenn ich entweder im Autofahren bin oder eben in den Spielen. So mal, wenn ich sage, okay, ich mache mal ein bisschen Haushalt oder so, geht irgendwie gar nicht. Also zumindest nicht dauerhaft, nur den Soundtrack. Da darf schon auch mal gerne was anderes dabei sein. Und dann ist es manchmal sagen, nur so eine Mischung. Manchmal häufig. Auch so ein Satz, den ich ab und zu mal bringe. Nein. Aua. Pillar Truck schon wieder. Ja. Nein. Es darf gern mal bei, wenn ich Musik höre, auch Quatsch dabei sein. Also Helge Schneider-Geschichten oder so. Ich stehe drauf. Ja. Die Welt ist da, um Quatsch zu machen. So. Kurzgeräusch. Hier einfügen. Nein, Spaß. Man sollte nicht so ernst durchs Leben gehen, Leute, sondern immer schön gechillt bleiben und alles mit Humor nehmen. So mein Lebensmotto. Sehe immer die guten Dinge im Leben. Auch wenn du was hart verkackst, du lernst draus. Hoffentlich. Wenn nicht, dann Pech gehabt. So, mit diesen Weisheiten verabschiede ich mich von diesem Rennen. Nicht von der Folge von diesem Rennen. Zack. Sehr gut. Ja, Verfolgungsstopper. Haben wir alles schon gelernt? Haben wir alles schon gelernt, Rock? Du bist nicht unbedingt der Schnellste. Nochmal ein Rennen. Diesmal, glaube ich, nur 2 Runden. 12 Kilometer. Ey, kriege ich ordentlich Kilometer auf den Wagen. Wenn ich den Verkauf mache, kriege ich ja gar kein Geld mehr. 12 Kilometer, Alter. Was will ich damit? Der Wagen ist bestimmt noch nicht einmal eingefahren. Das stimmt nicht. Der ist bestimmt noch 100.000 Kilometer und so wie wir den trappen. Naja. Hey, noch ein Golf Buddy. Noch ein Golf Buddy. Hui, Hütchen. Hütchenball. Juhu. Ja, hallo. Der sich da aufhebt, was soll denn der Quatsch? Hat ihm halt gar nichts gebracht, aber okay. Aber okay. So. Ich finde die Grafik eigentlich dafür, dass das Spiel 13 Jahre alt ist, immer noch in Ordnung. Weil klar, es gibt bessere Grafik, aber ich hatte sie schlechter in Erinnerung. Daher. Sehr cool. Ja, ich glaube, so ein Ding mit der Grafik ist auch was, was Need for Speed eigentlich immer ganz gut gemacht hat. Dass die jetzt nicht immer, zumindest die aktuellen sind, finde ich jetzt nicht so geil, die Grafiken. Es sieht jetzt nicht scheiße aus, aber es könnte teilweise immer noch ein Tick besser sein. Aber es sieht dann im Spiel selber verdammt gut aus. Da kann man da jetzt einfach mal nicht meckern. Jetzt hier vorbei an der Kirche.
Jo, Kumpel, was geht ab? Chill, Dude. Wir haben noch eineinhalb Runden. Der Reifenhändler, yay. Yeah. So, die erste Runde geht bitte an mich. Dankeschön. Schön, wir haben schon Bodykit drauf. Fällt mir gerade auf. Weil der andere Golf hinter uns ist, glaube ich, noch Stock. Von der Optik her zumindest. Und wir nicht mehr. Ich muss unbedingt die Hutze wegmachen, wenn wir das nächste Mal beim Tuner sind. Die stört mich total, hey. Das passt halt gar nicht zum Auto. So null. So 0,0, Alter. Zumindest von hinten. Von vorne geht's ja noch, aber von hinten schaut es total Panne aus. Und wir fahren zu 99% von hinten. Das 1% ist immer, wenn ich mal hinterschaue. Wenn Cops hinter mir sind, wo die Gegner sind, aber ansonsten. Flick Illusion Atom. Ja, also wenn jemand sich Illusion und Atom nennen darf, dann werde ich mich wohl Gustav nennen, ja? Also. Alles hier gerechtfertigt. So, 3,5 Sekunden Vorsprung. Sehr cool. Und einmal Speedbreaker. Und einmal Nitro. Und wir durch den Speedbreaker nicht so viel Speed verlieren. Da sehen wir das Speedbrecher, ne? Also der Geschwindigkeitsbrecher und nicht hier der. Was soll ich sagen? Geschwindigkeitsgeber. So. Die Musik. Es ist schlimm, wenn ich solche Spiele spiele und vor allem, wenn ich sie jetzt play, dann hype ich die Musik. Hat man bei Forza Horizon auch schon gesehen. Und hier wird es nicht besser. So, jetzt sind 5 Meter. Und durch. Sehr schön. Hier 2000 Tacken auf dem Konto. Und ab zum nächsten Rennen. Jetzt das Illumination-Rennen. Was bis auf den Schlangenpfad da gegen Anfang, Ende, egal. Ich glaube am Ende, so wie es ausschaut. Also dieses Geschlängel da am Ende ist dann die Strecke nicht anspruchsvoll. Leider. Was ist mit dem Audi los? Da fehlen ja voll die Räder durch. Und der macht noch einen Allrad-Burnout. Läuft. Läuft. Allrad-Burnout. Ja. Gibt es nicht, glaube ich. Da alle vier Räder sich bewegen und Vortrieb erzeugen. Beim Heckantrieb oder Frontantrieb ist es vielleicht noch machbar. Clio, was geht ab, ey? Bist du Kamikaze Clio hier oder was hier? Alter. Hallo. Bloß weil du einen 6-Zylinder-Mittelmotor hast. Hau ab, Alter. Und ich nur einen 4-Zylinder-Frontmotor auf der Frontachse. Brauchst du dich nicht hier anstellen, ne? Und schon bist du Letzter. Rasmussen. Und der Schwede, du. Och. So. Spektakulär durch. Und gleich mal die Führung. Grabbed. Das kennen wir ja alles. Das hier kennen wir ja alles. Wir fahren hier echt viele Abschnitte einfach mehrfach, aber okay. Ich glaube, hier ist es sogar schlecht, die Abkürzung zu fahren. Ja, ist es, weil die Strecke geradeaus weitergeht, nicht nach rechts. Doch nimmt man hier mehr Speed mit. Und die erste Runde ist getan damit. 2 Sekunden Vorsprung, damit kann ich legen. Ines ist raus, nicht Rasmussen. Ja gut, Rasmussen fährt ja auch. Rasmussen ist Zweiter, C-Fix. Gut, bei seinem Fahrstil. Weiß ich wahrscheinlich schon mehr oder weniger freiwillig. Oder was heißt freiwillig? Wurde er freiwillig vorgelassen? Weil sonst andere aus dem Bett schubst nachts um 3. Und dann selber da schlafen will. Mhm. So einer ist der Rasmussen. Hier hast du erst gehört. So, jetzt aber. Waren wir trotzdem fertig? Ich hab gerade den Mervin. Ich kenne Marvin, okay, aber Mervin? Mervin ist gerade hinter uns. Das war nicht gerade weit weg.
Hier geht's schön geradeaus. Einen guten Vorsprung rausgeholt durch die 2-3 Kürfchen. Rasmussen knocked out. Dann in Deutschland irgendwann rausgeflogen. Naja, jetzt haben wir ausgenockt. Liegt K.O. am Boden, wird bis 10 angezählt und wenn er nicht aufsteht, ist es trotzdem auch. Ist es trotzdem raus, auch wenn er aufsteht. So. Was ist das für ein Lied? Dieses Whip Whip sagt mir halt gar nichts. Kommt mir null bekannt vor, aber okay. Immer wieder was Neues, auch noch über 13 Jahren. Oh, was war das für ein spacig geiler Triff, du? Ne, das Lied kann ich mir hier gar nicht erinnern. Das ist jedes Lied, was vorkam. Kam mir bekannt vor. Bis auf das hier. Naja, Sachen gibt's, du. Wie ich vorhin schon sagte, man lernt nie aus. Und was ich auch nie auslerne, ist, dass ich in Elimination-Rennen immer noch Erster werde. Im Moment. Ist auch erst das zweite Rennen. Ja, wir bilden Hype. Sehr schön. Your wins have generated some hype and got the attention of Taz. He's the next Blacklist racer. Guy's nuts and a major heat score. So watch yourself. He's waiting for your call. Later. Wir sind am Hypen. Sehr schön. Ach, wir können ihn sogar schon raus. Vorher den Test machen wir aber noch nicht. Wir noch zwei Sprint drin haben. Die will ich auf jeden Fall in der Folge noch machen, bevor es in der nächsten Folge schon wieder Test an Kragen geht. Es geht schnell am Anfang, glaubt's mir. Später wird es ein bisschen langwieriger. Und dann werde ich vielleicht auch mal in den Tuning-Shop gehen. Mal gucken, was so abgeht. Eventuell sieht der Golf dann ein bisschen anders aus. Ich guck mal. Vielleicht lasse ich ihn auch so. Einfach nur an Gedenken an Sonny. Jo. War es letzte Folge? Diese Folge? Diese Folge war das, ne? Im Kegelfußball? Genau, Kegelfußball war diese Folge noch. Jetzt ist es fast Fußball. Die Trendsportarten verändern sich aber auch schnell, du. Erst haben wir angefangen mit dem Plastikkegel, ne? Mit dem Pylon sozusagen. Und dann wurde uns das zu langweilig genommen, wir gefühlt die. Yo, was macht ihr da, Leute? Was geht da ab, hey? Sind wir bei Alarm für Cobra 11 oder was? Jetzt kann ich dir gar nicht die Geschichte des Fassfußball erklären. Geht gar nicht, Alter. Wir stehen da halt auch quer. Einer ist so klug und nimmt die Abkürzung, aber. Ist trotzdem nicht Erster. Vielleicht Zweiter ist er geworden. Der Cameo. Kaiser! Hallo, wenn einer Kaiser heißt, ja, dann kann ich mich Gustav. Ich muss mich bloß immer. Muss bloß Argumente finden zum Rechtfertigen. Wenn ich mich Gustav nenne. The Gustav. Gustav. Owner des Magazins Gustav. Jetzt kommst du ja auch noch vorbei mit deinem. Auto. Ich weiß gar nicht, was ist das für Lexus? Hier noch ein bisschen Gas. Gut, wir haben gerade mal die Hälfte des Rennens hinter uns. 60% haben wir jetzt. Ich brauche gar nicht so viel Panik machen. Ja. Kommt wieder so ein wilder Clio. Wahnsinn. Jetzt kommt er nochmal durch. Ah, wir haben noch ein bisschen. Mir hätte ja noch ein bisschen Zeit, ne? Der Schwab sage wird. Oh, ich habe gerade gebetet, dass da kein Auto kommt. Es kam kein Auto. Sonst wäre es gewesen. Ach ja, so. Golfy Boy, zeig, was du drauf hast. Warum heißt der eigentlich Street Legal, ne? Ich meine, wir sind hier voll illegal unterwegs. Und gewinnen auch noch knapp gegen den. Mit seinem dicken Audi, du.
Voilà. Dann müssen wir hier ein bisschen ablaufen lassen. So. Jetzt noch letzte Sprintrennen. Nur 6 Kilometer statt 12. Oder das andere war das 12 Kilometer lang? Auf jeden Fall ist es jetzt kleiner. Ein SL500, der feine Herr Mercedes. Auch der TT gibt hier Allrad-Burnouts. Auch nicht schlecht. Aber ist mir egal. Das fällt mir aber jetzt erst auf, ne? Früher habe ich da nie drauf geachtet. Ob das jetzt ein Allrad-Burnout ist oder nicht. Heißt der eine Nightspeed? Ja. Nightspeed und Lightning, okay. Nachtgeschwindigkeit und Blitz. War nicht schlecht. Auch nicht schlecht, du. Solange der Mr. Nightspeed kein Nachtschattengewächs ist. Ja, schlechter Witz am frühen Morgen von mir aus. Das ist von meiner Seite aus. Weiß nicht, wann die Folge online kommt. Ich habe noch keine Uploadzeit für das Projekt. Eventuell nachmittags, eventuell mitten in der Nacht, dass du es in der Früh schauen könntest. Ich habe keinen Plan, Kollege. Was war jetzt mit dem Speedbreaker? Hatte keine Lust. Er hatte keine Lust. 9:39 ist gerade bei mir. Just for your information. So. F-E-Y. So, ein brasilianisches Café. Oh, holla. Sagen Portugiesen eigentlich... Portugiesen Englisch. Englisch. Sagen die holla. Sagen die es eher weniger. Ich weiß nicht, wie viel... Unterschied Portugiesen und Brasilianer... Brasilianer sage ich schon. Und Spanier haben. Von der Sprache her. Bestimmt ein paar Wörter. Sind die Aussprache vielleicht. Ansonsten... Kann ich mir vorstellen, dass die Sprachen recht ähnlich sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne zwar eine Spanierin. Oder eine, die jahrelang in Spanien gelebt hat. Aber wäre niemand, der Portugiesisch spricht. Und die auch gut Deutsch können. Dass man das mal fragen könnte. So, ein paar Donuts und fertig mit allen Rennen hier. Sehr nice. Sehr nice. Sehr gut. So, dann jump ich mal zum Safe House. Und ja, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, sie hat dir gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es zu sagen gibt. Wir haben schon 7%. Sehr schön. Genau, wenn es was zu sagen gibt, in die Kommentare schreiben, Daumen nach oben und ein Abo natürlich, wenn du nichts verpassen willst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Rennen fahren. Bis dahin, mach's gut, Servus und... Hütti.